bin die Vorsitzende der Folkloregruppe Rhein-Main. Warum Folkloregruppe? Weil Herr Schulte-Bockum in seinem Livestream gesagt hat, ja, die Betriebsräte melden sich, das verbuche ich und der Folklore, das gehört dazu. Das macht mich persönlich betroffen, das nehme ich Ihnen übel. Eigentlich sollte hier heute der neue Campus von Vodafone eingeweiht werden. Ein schönes Familienfest mit 5000 Menschen und deren Familien, einigen Gästen aus Wirtschaft und Politik. Ja, und hier findet auch eine Einweihung statt. Das ist eine Protestaktion. Die Kolleginnen und Kollegen protestieren gegen die Agenda 2015, die Jens Schulte-Bockum aufgemacht hat, die im Wesentlichen Arbeitsplatzabbau und Sozialabbau für die Kolleginnen und Kollegen bedeuten wird. Es ist also so, dass das Unternehmen Vodafone wahnsinnige Gewinne schreibt und natürlich auch weiterhin auf dem Markt Premium-Anbieter bleiben möchte. Die Maßnahmen, die sie daraus abgeleitet haben, sind... Da kann man ja noch mehr rausholen. Also sie wollen gerne Kosten reduzieren, um die Gewinnspanne noch weiter zu erhöhen. 34,8% ist schon die Gewinnspanne. Wollen also unbedingt mehr als 3.500 Menschen bis zu 30% billiger machen. Wollen ungefähr 700-800 Arbeitsplätze auslagern nach Rumänien und Indien. Und letztendlich haben wir hier einen massiven Angriff auf die, ja, Tarifbindung, weil man wird diesen massiven Gehalts- und Sozialabbau nur durchführen können, wenn man zum Beispiel 2.500 Mitarbeiter aus der Kundenbetreuung in eine neue Servicegesellschaft ausgliedert und dabei möglichst von den jetzigen Tarifgehältern abrückt. Und das wollen wir nicht zulassen. Deswegen sind wir heute hier. Und zwar bundesweit. Hier sind Menschen schon im Dunkeln in den Bus gestiegen. Aus Bautzen, aus München, aus Dresden. Überall her sind sie gekommen, um hier klarzumachen, wir machen das nicht mit. Ich arbeite in Ratingen in der schriftlichen Kundenbetreuung und bin jetzt hier zum Campus gekommen, um die Pläne von Jens entsprechend zu kommentieren. Letztlich geht es darum, um die Wirtschaftlichkeit, die wir angeblich nicht mehr haben, und wir müssen billiger werden. Die Mitarbeiter können mit dieser Ansage, die Jens Schulte-Bockum in mehreren Veröffentlichungen kundgetan hat, nichts anfangen. Die Mitarbeiter müssen lesen, die Technik in den Regionen hat sich nicht bewährt. Das ist das Netz, das uns hier trägt. Das haben die Menschen in den Regionen aufgebaut über 15 Jahre lang. Und dann kommt ein Herr Schulte-Bockum und schreibt, dass die Technik sich in den Regionen nicht bewährt hat. Da fühlen die Menschen sich einfach in die Magengrube getreten. Und wenn die Kundenzahlen schwinden, dann liegt das wohl am Fehlmanagement des Unternehmens. Ich habe noch nie ein Management gesehen, das so weit weg von den Menschen und den Mitarbeitern hier in dem Unternehmen ist. Ein Management, das nicht mehr weiß, was an der Basis gearbeitet wird und an welche Widrigkeiten man hier arbeitet. Ich würde jedem mal empfehlen, nicht hier in ausgewählte Vodafone-Shops zu gehen, um zu gucken, dass man mal einen Tag Produkte verkauft, sondern tatsächlich mal mit dem Techniker draußen mitzufahren. Und dann wird man ganz schnell erkennen, dass Outsourcing-Programme nach Rumänien oder Indien nicht zielführend sind für das Unternehmen, sondern sehr schädlich. Zielführend für das Unternehmen wäre zum Beispiel, dass man ganz schnell wieder guckt, dass man eine Hautträger ins Unternehmen holt, Leute, die Ahnung von dem Geschäft haben. Deshalb ist das betriebswirtschaftlich unvernünftig, genau diese Kolleginnen und Kollegen zu demoralisieren, zu verprellen und aus dem Unternehmen zu treiben. Ich habe manchmal das Gefühl, er spielt da Monopoly oder ein Sparkassenplanspiel und ist noch nicht in der Realität angekommen. Das, was sein Pfund ist, was ihn als Geschäftsführer hier in Deutschland erfolgreich machen kann, sind genau die Leute, die er versucht, jetzt über das Vodafone-Trennungsmanagement loszuwerden. Und er sollte von diesem unvernünftigen Kurs abrücken, zurückkommen an einen konstruktiven Tisch und mit uns diskutieren, wie wir die Herausforderungen des Unternehmens meistern können. Und ich finde, er hat als Geschäftsführer eines solch großen Unternehmens eine verdammt nochmal große Verantwortung für die Entwicklung in diesem Land. Er muss da seinen Beitrag leisten. Und das ist nicht sehr verantwortungsbewusst. Das war in die Tüte gesprochen und ich finde, er muss jetzt einfach mit uns an einen Tisch und vielleicht fängt er mal an zuzuhören und dann kann er auch von uns noch was lernen. Man muss mit den Leuten reden, man muss ihnen Dinge erklären, man kann sich eben auch nicht einfach wegducken. Das gab es gestern das erste Mal bundesweit Veranstaltungen, wo die Geschäftsführung endlich mal hier aus dem Hochhaus herausgekommen ist, um sich zu zeigen der Belegschaft. Sie haben wohl an jedem Standort überall die kritischen Töne mitgenommen. Jetzt müssen Sie überlegen, wie Sie mit diesen Aussagen der Mitarbeiter auch umgehen.
Der Rat an die Geschäftsleitung ist ganz einfach, kommt an den Verhandlungstisch, macht uns Angebote, die man akzeptieren kann, gebt eure wirklich auch tarifeindlichen Pläne auf, kommt wieder zur Vernunft und sucht mit uns das Gespräch. Wir werden Kompromisse machen müssen, wir sehen das ein, aber die Kompromisse können nicht aussehen, dass wir letztendlich einknicken und die Geschäftsleitung ihre Interessen durchsetzt. Das wird so nicht gehen. Wir glauben, dass wir hier nur eine gute Chance haben, wenn wir eine ganz breite Solidarität haben, zum Beispiel auch mit Bautzen, mit Standorten, die möglicherweise mehr stärker im Fokus sind als diese Zentrale hier. Und das bedeutet, wir alle müssen zusammenstehen, wir alle müssen uns organisieren. Es sind schon mehr als 600 Kolleginnen und Kollegen in die IG Metall in den letzten 8 Wochen eingetreten. Ein kleines Stöckchen kann man durchbrechen, mehrere Stöcke zusammenbrechen nicht. Und das müssen die Kollegen jetzt langsam auch kapieren, ansonsten ist es zu spät. Deswegen finde ich es super, dass die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen und Wochen sich organisieren, auch in der IG Metall, auch einige in der EVG. Und das finde ich ganz wichtig, die Leute müssen in die Gewerkschaften hineingehen. Dann gelingt es dem Management nicht, die Pläne so durchzusetzen, wie es im Moment geplant ist. Wir müssen einen ausreichend hohen Organisationsgrad schaffen. Ich erwarte tatsächlich von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir fast alle organisiert sind und dass wir so ganz konkret ein Zeichen setzen. In Deutschland darf jeder seine Meinung sagen und seinen Beitrag leisten. Also kann ich nur sagen, tretet in die Gewerkschaft ein, verbündet euch, nur gemeinsam sind wir stark. Kommt, macht mit, tretet in die IG Metall ein, solidarisiert euch, macht die Bewegung stark. Nur mit Hilfe aller Mitarbeiter, speziell auch hier an der ZV, können wir es schaffen, vernünftige Lösungen zu erzielen und letztendlich Arbeitsplätze zu retten.